Jo Freunde, herzlich willkommen hier bei Sportreporter zu einem neuen Video. Daniels Meinung zu VAR. Meine Frage dann natürlich auch an euch, was denkt ihr darüber? Soll ich wo anfangen oder lasse ich es am besten bleiben? Also, ich verstehe das nicht. Ich kann das absolut gar nicht, aber überhaupt nicht verstehen, ja, wieso sie da im Keller gucken und da überhaupt nicht nachgucken. Ich finde, das ist mal so ein Ding, was mal so angegangen werden muss. Ja, weil bei Borussia Dortmund mit den Handspielen, klarer Elfer. Für mich bei Bremen-Darmstadt kein Handspiel, sondern Tor für Darmstadt. Und mehrere Dinge auch davor, die schon mehrere und viele Fehlentscheidungen hatten. Wozu haben sie es dann gemacht? Wozu? Wozu haben sie es dann gemacht, bitteschön? Ich weiß, der eine ist vielleicht die Meinung, der eine die Meinung, aber es ist wirklich schon so viel vorgekommen, sogar jetzt noch mehr als im letzten Saison, habe ich das Gefühl. Das ist sagenhaft, sagenhaft. Ich verstehe nicht, wieso die das einführen und da dann nichts machen. Das verstehe ich nicht. Verbessert sich das nicht? Setzt ihr euch nicht dahinter oder so? Also, dann kriegt man ja die Puppel an den Backen, ja, wenn man da die manchen VR-Entscheidungen sieht. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe mir geschworen, oh, das ist... Ja, lass die Zeit, hast nicht gesehen, aber Pustekuchen, es geht ja die ganze Zeit, wird sich besser, da verbessert sich ja gar nichts mehr. Ich sehe es auch ein, dass man sagt, ja, Fehler macht man, die muss man beheben. Ja, natürlich, man ist Mensch, natürlich ist das so. Aber nicht so, wie es die ganze Zeit jetzt gerade stattfindet. Es ist viel zu viel, es ist nicht nur bei Darmstadt, es ist nicht nur bei Dortmund, es ist beim HSV, es ist... Auch bei Bremen, es ist bei Bayern, es ist bei Leverkusen, überall gibt es viele Entscheidungen, die echt fragwürdig sind. In der zweiten Liga, in England, in Portugal, in Spanien. Aber nicht so, habe ich das Gefühl, wie in Deutschland. Also ich habe oft Spiele da gesehen, in England, sehr viele sogar. Ja, und da waren nicht solche dramatischen Fehler oft oder so. Fragwürdig, ganz ehrlich, fragwürdig. Meine Meinung zum VAR ist ganz klar, schafft es doch ab, schafft es ab. So, und dann hat man wieder ganz normal und dann beschwert sich kein Mensch mehr darüber. Gut, man sagt dann, ja, hätte man dann jetzt den VAR, jetzt ist er weg, ja, dann hätte man jetzt vielleicht den VAR, der hätte jetzt vielleicht drauf geguckt, aber das machen sie jetzt auch teilweise nicht, ja. Dortmund kann ich ja sogar noch eindorfen. Wie Hummels ganz klar den Ball trifft, ja? Es gibt mehrere Entscheidungen vom VAR, die absolut fragwürdig sind und für mich mehr von denen als noch ohne. Da gab es nicht hier und da die mehr und da Diskussion, hast nicht gesehen. Aber jetzt wird es permanent, es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und das kann doch irgendwo nicht sein, wir wollen Fußball sehen, wir wollen Fairness sehen. Wir sprechen die ganze Zeit von Fairness. Ja, aber das ist echt langsam schon gar nicht mehr erträglich, was das angeht. Dann habe ich auch ein paar Bilder hier eingereicht. Ja, wie voller Stolz sie da reingucken. Ja, voller Stolz in die Kamera gucken. Hey, wir sind's. Ja, Pustekuchen ist man. Ja, Puste. Viele, viele Fehler. Ja, und das viel zu viel. Ja, und dann guckt man genauso drauf, wie dieses Bild gerade. So, und dann wäre viele Entscheidungen vielleicht, ja, besser gelaufen. Aber in dem Falle, so wie gestern, das war ja Müll. Das noch nicht mal anzuschauen. Und die sitzen dann immer da, man sieht, man hat viele Monitore, man hat viele Optionen, die man bewegen kann, um da was zu korrigieren oder da was mitzuteilen. Aber nö, macht nicht. Warum? Warum macht man es nicht? Finde ich ein bisschen over, bin ich ganz ehrlich. Und dann sieht man ja auch, ne? Hier sieht man ganz klar, wie sie dann da reinschauen können, wie sie die Qualität dann bekommen. Also das sind dann Dinge, die man nicht versteht. Also ich bin da echt baff drinne. Da ist viel Technik, da ist viel dabei. Man kann so viel ranziehen und man macht es viel zu selten in dem Falle. Ja, das waren jetzt auch ein paar Bilder dabei. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Meinung, Leute. Echt, strengt euch jetzt an, endlich da beim VR-Killer. Strengt euch an, damit das besser wird. Ohne Scheiß. Das muss mal so raus, Leute. Ah!
Ja, und ansonsten eure Meinung in den Kommis, Leute, ihr wisst Bescheid. Däumchen hoch, wenn es gefällt. Ja, Abo rein. Jeweils alles natürlich kostenlos. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich, dass der ein oder andere reinschauen wird. Ja, und sportlich fair bleiben. Am Ende bleibt gesund, das ist das Wichtigste, Freunde. Ja, und wie gesagt, eure Meinung in den Kommis. Bis dann. Ciao.